Okay, die Top 7 einzigartigsten Elden Ring Waffen vorm DLC, Teil 1. Siebter Platz, Silurias Klobürste. Wenn es im Spiel zu Verstopfung kommt, kannst du hiermit die Bahn freiräumen. Der Skill kann sowohl Schockwellen auf dem Boden erzeugen, sowie aufgeladene Projektile. Stiftung Klempner-Test sagt sehr gut. Kriegst du von Siluria an dieser Stelle in der ewigen namenlosen Stadt. Sechstens, das Ikonen-Surfbrett. Harmoniert super mit Nummer 7 für den übelsten Trip und kann zu spontanen Surfwettbewerben an den Küsten der Zwischenlande genutzt werden. Ey, die geilsten Wellen gibt's übrigens auf der Tränenhalbinsel, Tabanga. Sofern was schief gehen sollte, wird man immerhin passiv geheilt. Versteckt in einem eingestürzten Gebäude der Waldvolkruinen. Fünftens, Crafted Blade Greatsword. Hey Miyazaki, wie viele Schwerter willst du haben? Ja, kleines Easter Egg zu George R. R. Martins Werk Game of Thrones. Er ist bekanntlich der Nebenautor der Elden Ring Lore. Wird am südlichsten Punkt der Karte bewacht. Viertens, Bolt von Kranziax. Ein Speer, der sich in das überpowerte Geschoss des ganzen Spiels verwandelt. Sogar ein Neugeborenes könnte das Spiel damit durchspielen. Gibt's nur im normalen Laendel, wenn du die Drachenwaffe hochläufst. Drittens, Rihannas Rostanker. Die wohl beste Powerstance-Waffe für Sprungangriffe im Spiel. Sieht halb aus wie ein Schwert durch die Parierstange und kann gleichsam als Regenschirm verwendet werden. Macht zudem Stichschaden, der sich vom Speertalisman boosten lässt. Garantierter Drop vom Boss dieses Tunnels. Zweitens, Dunkelmondschwert. Als ikonischste Waffe der From-Software-Reihe in jedem Spiel vertreten. Sogar in Armored Core. Aus demselben Grund aber nur die Silbermedaille. Verlobungsgeschenk von Rani am Ende ihrer Questline. Und jetzt zum Sieger, der Schwertschild. Ist einfach noch mehr Guts Ultra-Großschwert als der Drachentöter selbst. Ein Klumpen Metall und Stein, der aus der Wand gerissen wurde, um als Waffe verwendet zu werden. Relativ hohes Gewicht, aber macht enormen Schaden und hat das schnelle Moveset der großen Krummschwerter. Gleichsam hat es bei 15 Kilogramm einen Blockwert von 81% mit einem 60er Guard Boost. Das ist nicht weit weg vom besten Allround-Schild des Spiels. Lootbar von den großen Bestienmenschen aus Farum Azula. Welche Waffen in Part 2?